Wir schreiben das Jahr 2011. EA steckt in der Krise, denn nach den schlechten Kritiken von Need for Speed Undercover im Jahr 2008 schaffte man es auch nicht, in den folgenden Jahren mit den Release von Need for Speed Shift, Shift Unleashed und Need for Speed Nitro an die alten Erfolge anzuknüpfen. Zwar kam Need for Speed Hot Pursuit, welches ein Jahr zuvor rauskam, relativ gut an, jedoch stand man nun unter enormem Druck abzuliefern. Am 15. November 2011 erschien dann Need for Speed The Run. Dieses Spiel war in vielen Aspekten besonders, denn es war seit Need for Speed Undercover wieder ein Spiel, das von Blackbox Games entwickelt wurde, welche ja bekannt für die goldene Ära der Need for Speed Spiele waren. Zu einigen dieser Spiele habe ich auch schon Videos auf meinem Kanal gemacht, wer will, kann dort gerne später nochmal reinschauen. Außerdem war der ganze Aufbau des Spiels anders, es war eine Art spielbarer Film und auf jeden Fall, sagen wir es so, einzigartig. Dies sollte laut den Entwicklern ein Versuch sein, Arcade Games zu revolutionieren. In einem Interview zu Need for Speed The Run sagte man, dass es eines der wichtigsten Ziele des Spiels sei, eine neue Messlatte zu setzen, was Grafik angeht. Und ja, das Spiel war und ist heute noch grafisch ziemlich gut, aber auch der Vorgänger Need for Speed Hot Pursuit 2010 war, wie ich finde, grafisch schon ziemlich gut und sieht auch heute noch ziemlich gut aus. Das Spiel an sich kam aber leider nicht wirklich gut an. Es wurde häufig kritisiert. Über die Jahre hatte Need for Speed The Run sehr oft das Image, das schlechteste Need for Speed jemals zu sein. Aber wie sieht das Ganze heute, 12 Jahre später aus? War es wirklich so schlecht? Das ganze Spiel beginnt mit einer Cutscene, wo wir Jack sehen, den Hauptprotagonisten des Spiels, der von Sam Ferris gespielt wird, der aus Filmen wie Never Back Down oder Forever Strong bekannt war. Jack ist ein erfahrener Street Racer, der wegen zu hohen Schulden in ernsthafte Schwierigkeiten mit der Mafia gerät. Hier sieht man zu Beginn des Spiels, dass er Narben im Gesicht hat und langsam zu sich kommt und hier seine Hände am Lenkrad befestigt wurden, als er realisiert, dass er gleich zusammen mit dem Porsche verschrottet werden soll. Hier machen wir danach schon Bekanntschaft mit dem ersten neuen Feature des Spiels, Quicktime Events. Hier muss man gewisse Buttons schnell hintereinander drücken, um die Cutscene quasi vorzuschreiten, um uns langsam zu befreien und gerade noch in letzter Sekunde zu entkommen. Hier sehen wir, dass zwei Leute das ganze Geschehen von außen beobachten. Einer davon ist Markus, der auch im späteren Spielverlauf noch eine große Rolle spielen wird. Nachdem wir uns befreit haben, machen wir also als nächstes das, was du auch erwarten würdest, und zwar schnappt er sich ein Fahrrad. Nein, Spaß. Natürlich rennt er zu dem Audi und versucht zu entkommen. Die beiden Typen von der Mafia bemerken das natürlich und rennen hinterher und das Spiel beginnt. Hier müssen wir jetzt erstmal von den beiden entkommen und wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, wird man überrascht sein, denn die Mafia, von der Jack verfolgt wird, ist sehr aggressiv und schießt auch sein Auto direkt ab. Hier können wir dann erstmal knapp entkommen, indem wir hier ganz knapp noch am Zug vorbeifahren und die anderen dahinter stehen bleiben müssen. Nachdem Jack entkommen ist, trifft er sich in einem Restaurant oder was auch immer das sein soll mit Sam, einer Freundin, die er schon sehr lange kennt. Sie erzählt ihm von einem riesigen Rennen, was bald stattfinden wird, welches von San Francisco bis nach New York geht, wobei der Gewinner 25 Millionen Dollar bekommt. Hier würde er einen großen Prozentteil des Geldes bekommen, welche die Probleme von beiden direkt lösen würde. Deswegen sagt Jack natürlich zu und holt sich direkt sein neues Auto ab. Hier haben wir dann die Auswahl zwischen 5 verschiedenen Autos, die tatsächlich ziemlich ordentlich sind. Hier haben wir einmal den BMW GT3S, eine Fairlady 240Z und einen Shelby. Und zwar Autos, die man nur in der Limited Edition bekommt, wie zum Beispiel den Camaro und einen Porsche. Das Problem hierbei ist, dass diese Autos PS3 exklusiv sind und man diese heute auch nicht mehr bekommen kann, was ich jetzt nicht so nice finde. Danach geht es auch direkt los. Wir kommen aus der Garage raus und das Rennen beginnt direkt. Wir müssen jetzt erstmal durch San Francisco fahren. Die Umgebung sieht dabei echt sehr gut aus und wir fahren erstmal ein bisschen durch die Stadt und auch die Cops sind hier am Start. Hier passiert aber erstmal nicht so viel, außer dass wir hier auf andere Fahrer treffen, die auf dem Weg zum Rennen sind. Und wir haben natürlich ein Zeitlimit, in dem wir dort ankommen müssen. Zu diesem Zeitpunkt wird ganz San Francisco von den Cops abgesperrt, somit auch die Golden Gate Bridge, wo wir eigentlich drüber mussten. Jedoch finden wir hier zum Glück noch einen kleinen alternativen Weg, wodurch wir entkommen können. Danach begeben wir uns in die Region des Yosemite Nation Parks. Das ist die zweite Etappe des Spiels und das ist auch das nächste neue Feature des Spiels, denn wie eben schon erwähnt, ist es ja ein riesiges Rennen. Insgesamt ist es aber unterteilt in 10 Etappen mit verschiedenen Events und Zielen, die wir erreichen müssen. In diesem Fall müssen wir jetzt erstmal 6 Positionen gut machen. Hierbei treffen wir dann außerdem noch auf Tankstellen, wo wir jetzt die Möglichkeit haben, unsere Autos zu wechseln. Je weiter wir in den Etappen fortgeschritten sind, desto bessere Autos können wir auch auswählen. Auf die Autoliste gehen wir aber später nochmal genauer ein, denn da habe ich auch noch einige Kritikpunkte. Nachdem wir dann einige Plätze gut gemacht haben, treffen wir auf unserem Hauptrivalen Markus Black, der aus dem Nichts kommt und uns direkt
versucht zu rammen, um uns auszuschalten. Das schafft er jedoch nicht. Jetzt beginnt ein neuer Event-Type und zwar die Rivals-Rennen. Hier müssen wir ihn dann innerhalb kürzester Zeit überholen. Das ist quasi eine One-on-One innerhalb einer vorgegebenen Kilometerzahl. Und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir direkt verloren. Das Ganze schaffen wir dann auch relativ easy und hängen ihn ab. Aber das war bei weitem noch nicht das letzte Mal, dass wir auf ihn stoßen. Nachdem wir die Etappe abgeschlossen haben, landen wir in Death Valley, einem Wüstengebiet. Hier haben wir nicht nur einen riesigen Sandschirm, der einem die Sicht erschwert, sondern lauern hier auch die Cops auf einen, die in diesem Spiel echt sehr, sehr aggressiv sind. Diese versuchen einen wirklich aktiv zu rammen und die Straßensperren sind wirklich groß und nicht so leicht auszuweichen. Jedoch sind die ganzen Sachen geskriptet. Das heißt, wenn ich das Rennen neu starte, sind die Straßensperren wieder an derselben Stelle. Außerdem treffen wir hier auch noch auf Niki und Mila an einer Tankstelle und starren sie erstmal an. Und danach müssen wir beide überholen in einer Art Rivals-Rennen. Jetzt kommen wir auch langsam schon in Las Vegas an. Hier ist die Stadt voller Cops, die sich kreuz und quer in den Weg stellen und uns in eine Falle locken, wo wir an einer Straßensperre stehen bleiben müssen. Die Cops steigen aus, Waffen zeigen auf ihn und Jack wird festgenommen. Es sieht so aus, als gäbe es keinen Ausweg mehr, als plötzlich einige Street Racer vorbeifahren. Hier nutzt er die Sekunde der Ablenkung und eine weitere Reihenfolge an total verrückten Quicktime-Events beginnt. Hier befreit er sich von den Cops und rennt los und indem wir intensiv A spammen, kann er plötzlich so hoch wie Mario springen und über eine Mauer gelangen, wo dort ein hungriger Hund direkt auf ihn zuläuft, den er gerade so ausweichen konnte. Danach nimmt er sich eine Cap, damit man ihn nicht so schnell erkennt und rennt wieder heraus. Jedoch warten dort schon die Cops-Autos auf ihn, welche auf ihn zufahren, aber mit ein paar cleveren Manövern kann er 4 Polizeiautos ausweichen. Als ein riesiger Truck über ihn fliegt, slidet er gerade so unter ihm durch und kann am Ende entkommen. Jetzt haben wir natürlich kein Auto mehr, aber zum Glück finden wir hier am Straßenrand einige Autos, wo wir uns dann eins von aussuchen können und die nächste Stage beginnt. Stage 4 beginnt dann in Nevada, wo wir erstmal einige Plätze gut machen müssen. Nach dem Vorfall in Las Vegas sind wir außerdem auf Platz 1 der meistgesuchten Liste. Das kennen wir doch irgendwoher. Hier treffen wir dann auch auf ein weiteres Event des Spiels und zwar die Checkpoint-Rennen. Hier müssen wir einfach in einem gewissen Zeitraum die Checkpoints erreichen, um diesen Bereich der Stage abzuschließen. Und das Ganze ist eigentlich genauso, wie man das auch schon aus den alten Need for Speed-Teilen kennt. Das Ganze ist wahrscheinlich einfach da, um etwas Abwechslung ins Spiel reinzubringen, macht aber, wie ich finde, hier keinen großen Unterschied, weil diese Rennen sind jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Danach durchfahren wir noch ein kleines Offroad-Gebiet. Hier findet man auch hier und da ein paar Abkürzungen, die in dem Spiel, wie ich finde, generell relativ gut umgesetzt sind, denn meistens sieht man diese zwar auf der Map, aber es gibt immer ein gewisses Risiko, wenn man diese Abkürzungen nimmt, zumindest meistens hat es einen kleinen Trade-off, dass man diese nimmt und halt ein bisschen schwieriger sind, nicht einfach nur stumpf irgendwelche Abkürzungen. Und nun landen wir auch schon in Stage 5, dem Schneegebiet Rocky Mountains. Dieses Gebiet ist, wie ich finde, wieder sehr gut umgesetzt. Man merkt, dass die Straßen viel rutschiger sind durch den Schnee und generell finde ich sehr gut, wie sie die verschiedenen Elemente des Spiels passend zur Umgebung eingesetzt haben, wie auch zum Beispiel in der dritten Stage mit der Wüste. Außerdem werden die Cops auch mit jeder Stage etwas anspruchsvoller, besonders jetzt in dieser Stage sind sie ziemlich aggressiv. Dadurch, dass der Boden auch noch so rutschig ist, kann das echt sehr anspruchsvoll sein und machen die ganze Stage echt ziemlich spannend. Hier treffen wir dann auch noch auf unseren nächsten Rivalen, Cesar De Leon, mit seiner Crew, den wir überholen müssen. Kurz danach kommt die nächste Cutscene. Wir stehen in der Kälte vor einem Danger-Schild, als plötzlich ein schwarzer Audi an uns vorbeirast. Hier müssen wir in einem 12-Kilometer-Rennen entlang der kurvigen Berge fahren. Hier fliegen ab und zu Feuerwerke herum und es fangen langsam Lawinen an zu fallen, die unser Rennen sofort beenden können. Am Anfang ist es noch relativ wenig, aber so weiter wir fortschreiten, desto größer werden diese Steine und kurz vor Ende eskaliert das Ganze völlig. Immer größere Steine fallen herunter und fliegen auf die Strecke, so dass wir gerade noch so ausweichen können, bis wir hier sogar eine Zeit lang gar nichts mehr sehen und einfach nur geradeaus fahren, wo wir dann gerade so diesen Tunnel hier erreichen und dann in Sicherheit sind. Diese Szene ist besonders gut umgesetzt, wie ich finde. Vielleicht etwas over the top, aber das macht The Run auch ein bisschen aus, wie ich finde. Nach diesem Stress kommen wir auch jetzt erstmal ein bisschen runter und landen wieder in einer etwas grüneren Landschaft. Stage 6 geht quasi durch Mittel- und Nordamerika und in dieser Stage passiert auch nicht wirklich viel und ist wahrscheinlich auch die langweiligste Stage in diesem Spiel. Deswegen gehen wir einfach hier mal kurz auf das Handling des Spiels ein, denn es ist zwar so, dass sich das Handling, je nachdem wie die Strecke ist, verändert und zum Beispiel man beim Schnee schneller wegrutscht und so weiter,
weiter. Jedoch ist das Handling insgesamt wirklich sehr, sehr, ja, gewöhnungsbedürftig. Es fühlt sich einfach schwer an. Es ist wie so eine Mischung aus Need for Speed Hot Pursuit 2010, wo man halt in den Kurven leicht wegrutscht, so ein bisschen so Break to Drift. Gleichzeitig fühlen die Autos sich aber schwer an. In Hot Pursuit 2010 fühlt sich das Ganze leicht an und macht dadurch Spaß, aber hier fühlt sich das nicht so nice an. Zum Movie-Setting passt das Handling, wie ich finde, aber optimal ist das Ganze nicht zum Fahren. Außerdem muss man noch erwähnen, dass es wirklich kaum Tuning-Optionen in dem Spiel gab. Das war zwar natürlich auch nicht der Hauptfokus und passt vielleicht auch nicht unbedingt zum Spielprinzip. Jedoch ist es trotzdem ziemlich wenig, denn man konnte hier zwar seine Autos wechseln, hier konnte man jedoch lediglich die Farbe ändern und vereinzelt vorgefertigte Bodykits anbringen. Das war's dann aber auch schon. Persönlich finde ich das Ganze jetzt aus heutiger Sicht gar nicht so schlimm, weil es halt bei der Art des Spiels nicht der Hauptfokus ist und man auch nicht die typische Story hat, wo man sich mit einem Anfängerauto langsam hocharbeiten muss. Aber nun ja, machen wir aber weiter mit Stage 7. Frisch in Chicago angekommen, kriegen wir einen Anruf von Sam, die uns informiert, dass sich einige Mafia-Mitglieder in der Stadt breit gemacht haben. Keine Sekunde später rast ein Schuss durch die Fensterscheibe des Autos. Es war kein geringerer als Markus, den wir jetzt diesmal in einem Rivalrennen ausschalten müssen. Leider kommt es aber nicht dazu. Markus leitet ihn nämlich in eine Falle, wo er plötzlich von einem Mafia-Fahrzeug gerammt wird und sein Auto komplett geschrottet wird. Schnell versucht Jack sich zu befreien und läuft in ein Haus rein, wo er dort von der Mafia verfolgt wird und läuft auf ein Dach und springt von dort aus auf das nächste Dach, wo er von einem Helikopter entdeckt wird, der ihn dann mit Schüssen verfolgt, ihn aber ganz knapp nicht trifft und von dort aus springt er runter in einen Container, wo er sicher landet. Dort warten aber schon die Cops auf ihn, wo er sich vorsichtig versteckt und er sich dann langsam GTA-Style an ihn ranschleicht, um ihr Auto zu klauen und damit zu entkommen. Danach ist erstmal Ruhe, denkt man, denn der Helikopter entdeckt ihn sofort wieder und versucht, den Polizeiwagen abzuschießen und alles, was in seiner Nähe ist, wodurch der Helikopter dann am Ende ein Öllaster trifft, der explodiert, wodurch Jack von der Straße fliegt und nun dort liegt. Das war aber noch nicht alles, denn als er nach einiger Zeit aufwacht, befindet er sich mitten auf den Zuggleisen, wo auf einmal ein Zug auf ihn zukommt. Deswegen muss er sich schnell befreien und entkommt auch hier wieder in letzter Sekunde. Und ja, da das Auto schon wieder Schrott ist, brauchen wir wieder ein neues, aber hier gibt es ja einen Audi-Händler, wo wir uns dann einen Wagen von Audi klauen können. Jetzt befinden wir uns in Stage 8. Die startet genauso in Downtown Chicago, wo wir immer noch entkommen müssen und von dort aus machen wir uns auf den Weg nach Lakeshore Drives, wo wir dann nach Cleveland müssen. Die Schießerei hört aber nicht auf, da die Mafia uns immer noch auf den Fersen ist. Hier werden dann auch wieder einige Sachgegenstände zerstört und wir fahren hier durch den Untergrund und über Zugstrecken, was mir ein bisschen Underground 2 Flashbacks gibt. Es explodiert quasi alles in unserer Nähe und der Wagen ist fast Schrott, als hier ein Helikopter an der Seite ist und uns abschießt und wir durch ein Gebäude fahren und am Ende hier rausfliegen und mal ebenso den Helikopter ausnocken. Dabei gehen aber auch unsere Reifen kaputt, deswegen brauchen wir wieder ein neues Auto. Sam leitet uns dann weiter zu einem Freund in der Nähe, der etwas creepy wirkt, aber uns dann hier ein Hypercar zur Verfügung stellt. Zufälligerweise hat er einfach drei Hypercars, die zum damaligen Zeitpunkt einer der exklusivsten überhaupt waren, darunter auch der Porsche 918 RSR, welcher auch heute noch in sehr wenigen Rennspielen überhaupt fahrbar ist. Mit unserem neuen Hypercar müssen wir dann erstmal ein paar Plätze in Pennsylvania gut machen und hier kommen wir dann immer mehr in 1-on-1 Rennen, da wir immer näher an die Top 10 rankommen und die Schwierigkeit des Spiels wird auch nochmal deutlich erhöht und auch die Cops haben ordentlich zugelegt mit ihren Lambos. Diese Phase des Spiels ist zwar relativ spannend, weil es halt immer näher ans Finale geht, aber teilweise finde ich es auch nicht allzu anspruchsvoll oder ein bisschen langweilig, aus dem Grund, da man halt ziemlich häufig diese 1 gegen 1 Duelle hat und diese sich oft wiederholen und halt einfach dasselbe mit einem anderen Fahrer ist, der aber nicht wirklich eine Charakterstory im Spiel hat und deswegen merkt man da nicht so einen großen Unterschied und da finde ich, hätte man diese Phase des Spiels noch etwas besser umsetzen können. Nachdem wir uns dann langsam hochgearbeitet haben, befinden
befinden wir uns auf Platz 3, wo wir dann wieder auf Cesar de Leon treffen, den wir schon mal im Schneegebiet getroffen haben und besiegt haben. Er und seine Crew werden aber dann von den Cops einfach ausgenockt und jetzt bleibt nur noch einer übrig und das ist natürlich unser Rivale Markus, der natürlich wieder versucht, Jack abzuschießen, nachdem er ihm zu nahe kam. Die einzige Möglichkeit auszuweichen ist hier einfach nach rechts runterzufahren in den Untergrund, also fahren wir hier entlang, wo uns nach kurzer Zeit einige Züge entgegenkommen und es immer enger wird, sogar so eng, dass wir teilweise an der Wand kleben müssen, um den Zug auszuweichen. Kurz danach haben wir aber Glück und wir können wieder zurück auf die Straße kommen und kommen hier dann in die letzte Sequenz des Spiels, dem Schiffhafen, mit der letzten Geraden Richtung Sonnenuntergang, wo Markus dann irgendwo dran hängen bleibt und sich 300 Mal überschlägt und wir dann am Ende tatsächlich gewinnen. Danach treffen wir uns noch mit Sam, wo wir alles weitere besprechen und sie macht uns dort auch noch ein Angebot, dass wir unser Preisgeld nochmal verdoppeln könnten bei einem anderen Rennen. Vielleicht war das eine Art Teaser für eine Fortsetzung des Spiels, aber naja, diese Fortsetzung ist, wie wir wissen, bis heute nicht erschienen. Insgesamt ist Need for Speed The Run ein sehr interessantes Spiel. Schöne Grafik, coole Story, aber leider nur 3-4 Stunden Spielzeit maximal. Es gibt zwar noch eine Challenge-Serie, die ganz nice ist und wodurch man noch einige Autos freischalten kann, sogar sehr viele, die man dann auch in der Story nutzen kann, was wie ich finde nicht gerade viel Sinn macht, da wenn man die Story zuerst durchgespielt hat, hat man gar nicht die Möglichkeit, die meisten Autos aus der Liste zu fahren, besonders weil man einige Autos auch noch durch den Online-Modus freischalten konnte und dieser Online-Modus existiert zum Beispiel heute nicht mehr, also hat man gar nicht die Möglichkeit, alle Autos wirklich zu fahren. Nun aber die Frage, ist der Hate an dem Spiel denn jetzt wirklich berechtigt? Die Metascores waren damals enorm schlecht und auch die Fans waren enttäuscht. Es war halt anders und sehr kurz und ich kann das auch verstehen, denn 3-4 Stunden ist für ein Spiel wirklich viel zu kurz. Aber da das Spiel wie eine Art Film sein soll, macht das Ganze irgendwie schon Sinn, dass es nicht allzu lang ist. Hätte man das Spiel eventuell für 20 oder 30 Euro verkauft, damals wäre es vielleicht besser angekommen. Ich würde sogar sagen, dass das Spiel heute auf jeden Fall ein Versuch wert ist. Leider kann man das Spiel aber nicht mehr wirklich bekommen. Wer also da ein paar Informationen will, kommt gerne auf meinen Discord. Hust, hust. Nichtsdestotrotz finde ich das Spiel bei weitem nicht so schlecht, wie immer gesagt wird, außer das Handling. Das fand ich echt nicht gut. Aber was sagst du zu Need for Speed The Run? Außerdem habe ich auch noch ein Video über Need for Speed Undercover gemacht, was auch oft in der Kritik steht. Einige Leute lieben das Spiel, andere hassen das. Ich habe mir es letztens auch nochmal angeschaut, wie es im Jahr 2023 ist. Wenn du also wissen willst, wie gut dieses Spiel gealtert ist, schau dir gerne dieses Video an.